Mehr denn je benutzen wir persönliche Geräte, um ins Internet zu kommen. Deshalb ist es wichtig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um private Daten online zu schützen. Dies sind die 5 größten Bedrohungen für digitale Information, Identität und Privatsphäre. Profil, der Identitätsdieb. Gesucht wegen Identitätsdiebstahl. Zugang zu Informationen durch Täuschung. Zugriff meistens durch ungeschützte Computer und öffentliche oder WLAN-Netzwerke. Stiehlt Kennwörter, Benutzernamen, Kreditkarten und Bankdaten. Gibt sich als andere aus, um an Geld zu kommen. Bedroht Kundendaten und digitale Werte von Unternehmen. Bekannte Komplizen, der Phisher und der Virus. Tipps zur Verteidigung. Kennwortschutz für alle mit dem Internet verbundenen Geräte und Netzwerke. Kennwörter sind lang, stark und für jede Website anders. Vertrauliche Aktivitäten auf geschütztem Heim- oder Arbeitsnetzwerk vornehmen. Computer stets sauber halten und Sicherheitsupdates für alle Software installieren. Profil, der Mobber. Gesucht wegen Online-Mobbing. Besucht oft soziale Netzwerke, Chatrooms und Video-Hosting-Sites. Macht böse, hetzerische oder belästigende Kommentare. Provoziert die Wut, negative Antworten und schlechte Gefühle bei anderen. Tipps zur Verteidigung. Online freundlich, respektvoll und eine Stütze für alle sein. Online nichts schreiben, was nicht auch auf einem Werbeplakat stehen dürfte. Mit Sicherheitseinstellungen festlegen, wer Profil und Fotos sieht. Sich bei Online-Streit oder Racheaktionen heraushalten. Unangemessene Inhalte, Online-Mobbing oder Hasssprache beim Webadministrator melden. Profil. Der Virus. Gesucht wegen böswilliger Gerätezerstörung. Kann sich als Online-Virus-Warnung, E-Mail-Anhang, Dateien oder Fotos tarnen. Infiziert Gerät mit einem Schadprogramm. Kann Ihr Gerät kontrollieren und für andere böswillige Zwecke nutzen. Tipps zur Verteidigung. Alle Software, Webbrowser und Betriebssysteme auf dem neuesten Stand halten. Anti-Malware-Programme installieren und benutzen. Keine unbekannten Flash-Speicher oder SD-Karten ins Gerät stecken. Profil, der Spambot. Gesucht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Füllt den Posteingang mit unerwünschten E-Mails. Kostet Zeit, Geld und Ressourcen. Häufige Verbindung zum Virus und dem Phisher. Tipps zur Verteidigung. Spamfilter beim E-Mail-Service auf Höchststufe stellen. Profil, der Phisher. Gesucht wegen Betrug. Gibt sich als Bank, Kreditkartenfirma und Adel aus dem Ausland aus. Fordert Bestätigung von Kontonummer und oder Kennwort. Droht mit Kontoschließung, wenn nicht sofort gehandelt wird. Verspricht oft große Geldsummen für kleine Barauslagen. Tipps zur Verteidigung. Vertrauliche Daten nicht per E-Mail, SMS oder Instant Message weitergeben. Spamfilter für E-Mails auf hoch einstellen und Links von unbekannter Quelle nicht anklicken. Aufforderung, Kontonummer oder Kennwort anzugeben, misstrauen. Anhänge und Links mit Vorsicht behandeln. Im Zweifel lieber löschen. Die größten Bedrohungen des Internets sind immer noch aktiv. Die täglichen Abläufe müssen sicher sein. Das hilft beim Schutz von digitalen Informationen, Identität und Privatsphäre. Und es hilft, das Internet sicherer und besser für alle zu machen. Mehr dazu unter microsoft.com/safety.